Warum empfiehlt Anthony Wimmergee? Diese Frage stellen sich so viele, die Anthony folgen, und die Meinungen hierzu gehen stark auseinander. Die einen kaufen sie, weil sie ihm vertrauen, die anderen finden die Produkte einfach zu teuer. Ich gehörte auch zu denen, die Wimmergee zu teuer fand, und ich habe verglichen und habe preiswerter eingekauft. Aber dann habe ich eben doch gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, sich auf dem großen Markt der Nahrungsergänzungsmittel zurechtzufinden. Welches ist wirklich eine gute Qualität? Man weiß nicht, ob es stimmt, was die Anbieter in ihren Beschreibungen formulieren, und sehr bewusst ist es mir geworden, als ich mein günstiges Vitamin B12 aufbrauchen wollte, bevor ich neues bestelle. Ich habe extra darauf geachtet, dass es die richtige Form von B12 ist, also die, die Anthony empfiehlt, mit Methylcobalamin und Adenosylcobalamin. Und spaßeshalber habe ich dann auf die Inhaltsstoffe geschaut und siehe da, in meinem Vitamin B12 ist Alkohol enthalten. In so vielen Supplementen ist Alkohol enthalten und man kennt das ja auch aus der Kräuterheilkunde, dass Kräuter in Alkohol angesetzt werden, um die Inhaltsstoffe zu entziehen und um das Produkt zu konservieren. Aber Anthony rät vom Alkohol ab, aber dazu kommen wir später nochmal. In einem Video über seine eigene persönliche Abendroutine, hierzu werde ich auch noch ein separates Video machen, erläutert er die Gründe, weshalb er Wimmergee empfiehlt und warum er die Hersteller unterstützt. Es gibt vier Gründe, die für Wimmergee sprechen. Ein Grund ist die Kennzeichnung der Inhaltsstoffe. Hier gibt es rechtliche Vorgaben, die verpflichten, was bei einem Nahrungsergänzungsmittel auf dem Etikett angegeben werden muss. Zum Beispiel die Zutaten, das Mindesthaltbarkeitsdatum, der Name des Herstellers und noch einiges mehr. Aber es gibt Bestandteile, die nicht offengelegt werden brauchen. Es können also Zutaten enthalten sein, von denen wir gar nichts wissen. Anthony nennt hier als Beispiel Fließmittel. Wimmergee legt nicht nur alle Inhaltsstoffe offen, sondern sie packen auch nichts rein, was nicht reingehört. Anthony sagt, dass er so eine Vorgehensweise noch nie zuvor bei einem Hersteller gesehen hat. Bei Wimmergee gibt es keine versteckten Inhaltsstoffe. Wimmergee geht weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Der zweite Grund ist, dass Wimmergee kein Alkohol enthält. Und tatsächlich, die Wimmergee-Produkte enthalten alle kein Alkohol und sind rein. Sie werden auf der Basis von Glycerin hergestellt und enthalten darüber hinaus kein Soja, kein Gluten, keine Zitronensäure, kein Maltodextrin, kein Magnesiumstearat, kein Essig, kein Koffein, keine natürlichen Aromen, von denen wir ja wissen, dass sie gar nicht so natürlich sind, und auch keine künstlichen Aromen und kein Titandioxid. Anthony hat so viele Nahrungsergänzungen gesehen und er sagt, dass überall etwas zugegeben ist, also auch durchaus legale Stoffe, aber es ist eben immer überall was mit drin. Wimmergee kann er mit gutem Gewissen geliebten Menschen empfehlen. Drittens werden Wimmergee-Produkte unabhängig getestet, also durch Dritte und nicht nur intern. Der vierte Grund ist, dass Wimmergee keine minderwertigen Grundstoffe verwendet, um hohe Gewinne zu erzielen. Das Unternehmen wählt die besten Quellen, die es finden kann, um die hochwertigste Qualität zu bekommen. Naja, und das alles hat nun mal seinen Preis. Kommen wir noch einmal zurück auf den Alkohol. In seinem Buch Medical Food widmet Anthony dem Thema Alkohol in Kräuterprodukten einen eigenen Absatz. Und er erklärt: Bei Kräuterheilmittel oder Nahrungsergänzungsmitteln aus Kräutern findet man oft Alkohol oder Ethanol, fachsprachlich Ethanol, als Auszugs- oder Konservierungsmittel auf der Zutatenliste. Es handelt sich um eine uralte Praxis, die leider noch besteht, doch man kann hier niemanden einen Vorwurf machen. Dein Arzt oder Heilpraktiker meint es wirklich nur gut, wenn er dir alkoholhaltige Pflanzenheilmittel aufschreibt. Du musst schon selbst nach Alternativen fragen.
Gegen die Verwendung von Alkohol in pflanzlichen Heilmitteln sprechen mehrere Gründe. Bei Extrakten und Tinkturen bedeutet der Alkohol ja, dass der Gehalt an Pflanzenstoffen verdünnt wird. Außerdem handelt es sich bei dem Alkohol in solchen Produkten vielfach um Maisalkohol und der kann, je nach Herkunft, mehr oder weniger stark mit gentechnisch verändertem Mais, also Genmais, kontaminiert sein, auch wenn Bio draufsteht. Die meisten Hersteller solcher Kräuterprodukte wissen das gar nicht. Genmais ernährt Viren, Bakterien, Pilze und Krebstumore. Und das ist mit solchen pflanzlichen Mitteln sicher nicht beabsichtigt. Der Alkohol stellt den Nutzeffekt der Kräuter praktisch kalt. Das gilt auch für Blütenessenzen. Die werden erst mit großer Behutsamkeit hergestellt und dann mit Alkohol aus Genmais verunreinigt. In der Homöopathie werden pflanzliche und andere Substanzen verdünnt und in ihrer Potenz erhöht, und bei der Anwendung achtet man sehr genau darauf, welche anderen Kräuter, Nahrungsergänzungen oder Medikamente der Behandelte sonst noch nimmt, damit die Wirkung des homöopathischen Mittels nicht gestört wird. Dabei bleibt jedoch unbemerkt, dass der in den Verdünnungen enthaltene Alkohol eine mutierte Frankenstein-Substanz und dem Körper vollkommen wesensfremd ist und folglich die angestrebte Heilwirkung untergräbt. Lass dir nicht einreden, der Alkohol in pflanzlichen Heilmitteln verfliege, wenn man sie in heißem Wasser nimmt. Erstens müsste man das Ganze dann richtig kochen, damit alles verfliegt, und die meisten Leute verwenden einfach warmes, allenfalls heißes Wasser. Zweitens aber ist Maisalkohol keineswegs einfach nur ein Geist, der verduftet, wenn man ihm einheizt. Das Problem liegt beim Maisalkohol nicht allein im Alkoholgehalt, sondern in dem, was von diesem Alkohol zurückbleibt. Außerdem haben alkoholische Kräuterzubereitungen von ihrer Verwendung meist schon Monate, wenn nicht jahrelang im Regal gestanden, und in dieser Zeit hält der Alkohol den Kräutergehalt des Fläschchens zutiefst durchdrungen. Die Kräuterbestandteile sind in jeder Hinsicht verändert. Und das lässt sich mit dem Austreiben des Alkohols nicht rückgängig machen. Lies dir die Etiketten solcher Mittel genau durch und nimm nichts, was Alkohol oder Ethanol enthält. Erkundige dich nach alkoholfreien Darreichungsformen. Wenn es keine gibt, wähle ein Produkt, das mit echtem, also aus Wein destilliertem Weingeist zubereitet ist. Auch Weinbrand beziehungsweise Cognac ist noch akzeptabel. Alkohol in Kräuterprodukten ist nicht gerade ideal, aber echter Weingeist oder Weinbrand sind um Weiten besser als Genmaisalkohol. Ja, natürlich können wir Wimmergy nicht prüfen, aber ich denke, hier können wir Anthony vertrauen. Auf Anthonys Webseite medicalmedium.com sind in der Übersicht der Produkte, die er empfiehlt, übrigens auch noch viele andere Anbieter zu finden. Und noch vor ein paar Jahren war es ja gar nicht so einfach, die Wimmergy-Produkte hier bei uns in Europa zu bekommen, aber das hat sich ja zum Glück geändert. Den Shop, wo ich meine Wimmergy-Supplemente bestelle, den habe ich unter jedem meiner Videos verlinkt.